It's Friday, it's Friday, din, din, din. Bist du Paw Patrol Fan? Nein. Nein? Wir backen heute Muffins später. Was backen wir später? Muffins. Muffins? Was? Muffinsalade. Was bist du für ein Fan? Muffinsalade. Sag mal, Paw Patrol Fan. Alu-Fan. Du musst dich auch schminken. Läuft. Ja, Mama ist hier. Da, Budu. Ich zeige euch mal, was ich im Moment alles benutze. Meinen kaputten Concealer. Der ist komplett kaputt hier. Guck mal, das. Was hast denn du da gefunden? Ein Gummi. Was noch? Genau, ein Puder. Und Wimperntusche. Augenbrauen natürlich. Catrice. Fokussiert nicht. Die Kamera ist echt komisch. Und das Parfüm. Okay. Okay. Gesundheit. Gesundheit! Jetzt hast du dich schon wieder gekratzt hier am Kopf. Oh je. Oh, Hilfe! Fast umgefallen, die Mama. Was hast du denn da geholt? Meine ganzen Haargummis? Im Hintergrund sieht sie schon wieder alles voll. Mama, das ist dich! So, ich habe jetzt nichts anderes da zur Beschäftigung. Das knistert schön, gell? Ist okay. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn man dann so schnell macht und das Baby keinen Bock hat, dann sehen meine Augenbrauen so aus. Die gefallen mir heute nicht. Maxi Cosi. So, ich habe die Wäsche schon mal dahingestellt. Darf die Mama noch das Bett machen? Hältst du das noch aus? Wir probieren es mal, oder? Ja? Komm. Tja, Papa. Leg die Klamotten von da nach da. Anstatt in den Schrank rein. Super toll ist das. Okay? Ist das toll? Hm? Was liegt denn da unten? Ist das eine Rosine? So, machen wir ganz schnell das Bett. Ganz schnell. Ganz schnell. Mehr schön, okay. Nur einmal, gell? Nur einmal davon. Schweini ist da. Guck mal, Schweini ist da. Schweini. Wie sieht's denn hier aus? Mama. Oh mein Gott. Eine Katzi. Eine Katzi? Eine Katzi. Wie sieht's denn hier aus, mein Schatz? Miau. Und die Bauklötze, wo haben wir denn die sortiert, die Bauklötze? Wo waren die? Hm? Ein Frosch. Ein Frosch? Warte mal, ich leg mal den Elias hier in die Ecke zu den Kuscheltieren. So. Zum Teddy. Guck mal, ein Frosch. Guck mal. Guck mal, ein Frosch. Oh, süß, ein Frosch. Warte mal, mach mal alles hier rein. Oder hier. Guck mal. Kiste. Guck mal. Ein Hase. Ein Hase. Wenn du hast versucht aufzustehen. Hm?
Kuscheltier. Ah, na, eine Katze, Mama. Na, eine Katze. Noch eine Katze. Ah, viele Katzen. Ganz viele Katzen. Ganz viele Katzen. Und noch Katzen. Ganz viele Katzen. So, ich habe schon mal ein paar Sachen rausgestellt. Heute gibt es bei uns gehüllte Paprika. Diesmal nehme ich den Reis, der wird schneller weich. Ja, der letztes Mal, der türkische Reis ist nicht so weich geworden, aber wahrscheinlich habe ich zu kurz gekocht oder geköchelt. Und hier sieht es so aus. Oh mein Gott. Hilfe. Das kommt natürlich wieder hoch. Lukas hat es hier runtergetragen, weil sie es unbedingt wollte. Lukas macht immer alles, was sie möchte. Seine Prinzessin. Sowas liebe ich, ne? Wenn man alles mit einer Hand machen muss. Und die Kinder auch noch rumspinnen in dem Moment. Hilfe. Hoppala. Da fehlt aber noch eins, oder? Noch ein Teil. Noch sowas Grünes fehlt. Elias ist jetzt eingeschlafen und ich mache einen Schnelldurchlauf. Das Essen. Hast du das Teil? Nein. Nein? Mal suchen. So. Öl ist alle. Die nächste Flasche aufmachen. Okay. Und schneide die Zwiebel. Ein Herz. Und dann so. Das Essen köchelt. Elias ist wieder wach. Ich habe jetzt eine Milch gemacht, Milch getrunken. Ach, das muss ich auch machen. Vorhin hat mir eine liebe Zuschauerin ein Rezept geschickt und es sah so lecker aus, dass ich vielleicht, wenn es nicht regnet, zum Kaufland laufen, Blätterteig hole und das nachbacke. Das sah so lecker aus, mit Käse gefüllt. Zeige ich euch dann. Süß. Oh mein Gott, was ist das für ein Chaos heute? Ich klecke, ja. Ich klecke ja eigentlich nie. Aber heute klecke ich. Und dann trete ich auch noch rein und verteile das im ganzen Wohnzimmer. Oh Mann. Also das schmeckt hier gut, hm? Das schmeckt richtig gut, macht richtig den Mund auf. Ja, toll. Toll. Die hat es auch geschmeckt. Bist du schon fertig? Ja, super. Ja, das schmeckt ja richtig gut, hm? Mhm. Müssen wir nochmal kaufen. Am. Luca heute ist ja auch nicht so lecker, ne? Aber mag auch keine Karotte. Pürierte Karotte. Früher hat uns meine Mama Karottensaft gegeben und ich habe mich auf was übergeben. Elias ist gerade eingeschlafen. 2 Minuten. Für Leonie, für den Ausflug morgen.
sagen. Na, guck, guck. Wie ist da war? Oh, ich habe ja gestern Holz geholt. Da, Budu. Da bist du, heißt es. Genau, ich wollte nämlich für den Keller so ein, das ist übrigens Kaffee, kein Blut, wie Lukas meinte, so ein Fliegengitter-Dingsbums hier für das Kellerfenster basteln. Ja, tolle Konstruktion, ne? Es fehlt mir da ein Stückchen, ich muss mir was überlegen. Ganz nass. Hast du gebacken? Wow, toll. So, wir machen das Rezept jetzt mit dem Blätterteig, Petersilie, Käse und Blätterteig nur. Und zum Bestreichen oben drauf Eier und Sesam. Jo, das wird bestimmt lecker. Leonie hilft auch mit, Papa, guck. Kasa, Papa! Oh, Papa regt sich auf, alle sind krank geschrieben. Er muss die Dienste von den Kranken machen. Ja, einer kriegt es immer ab, gell? Ja, einer, der freiwillig kommt zum Arbeiten, ja. Der kriegt es ab. Danke für den Kaffee. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Aber. Ja, sieht gut aus. Krass. Ja. Achso. Guck mal hier. So, Pipinkling. Haben wir auch? Na, warte. Haben wir auch? Und? Warte, ich halt fest. Du kannst pinseln. Wie ein Profi. Gerade. Nein, nein. Da auch. Super. Lukas? Alle wollen Linsensuppe von Papa. Ja, können doch das Brot dazu essen, oder? Da ist Peter drin. Und? Kannst du rühren, ne? Aber wer so gibt dir das? So sieht das aus. Weil das ist... Das ist heiß, ja. Ja. Sie kann es ja, alleine essen. Wie sie das? Ein bisschen pusten, gell? Ja? Auf Queens gucken wir. Aber noch nicht. Ja. So, meine Konstruktion für den Keller. Aber warte, bis sie oben ist, weil sonst möchte sie auch mit. Ich kann trotzdem hier runter machen. Ist auseinandergefallen und es hat auch nicht gepasst. Ich und Handwerker. Da ist schon mal was. Müssen wir was anderes überlegen. Durchaus, oder? Ja, das ist vom Käse wahrscheinlich so nass. Das ist so. Probieren wir. Ohne dass es matschig ist. Das kann nur ich. Richtig gut. Die Petersilie vor allem da drin. Passt perfekt. Also, lohnt sich. Könnt ihr nachmachen. Mir schmeckt's. So, wir werden jetzt essen. Alle sind unten. Und morgen ist ja Samstag. Morgen mache ich einen Ausflug mit den Kindern nach Stuttgart. Vielleicht nehme ich die Kamera mit. Mal gucken. Passiert wenigstens was Interessantes. Nicht nur Haushalt, wie die ganze Woche an Einkaufen. Ja, ich freue mich drauf, denn das Wetter soll richtig schön werden. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis eventuell bis morgen. Tschüss.